Hallo und guten Morgen. Heute machen wir mal was ganz anderes. Ich sitze nicht in der Mitte. Nämlich Rammstein. Aber es geht nicht um aktuelle Themen, sondern es geht um einen alten Fall hier gegen die Band, beziehungsweise besser gesagt gegen die Plattenfirma der Band Apokalyptica aus dem Jahr 2010. Schauen wir es uns an. Hi und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Alex Bruce, der Anwalt aus dem schönen Mainz am Rhein. Landgericht Berlin habe ich hier gefunden, eine alte Entscheidung aus 2010 und da ging es Rammstein gegen die Plattenfirma von Apokalyptica. Rammstein damals vertreten, wie auch heute, von der Kanzlei Licht der Rechtsanwälte aus Berlin. Und es ging um Apokalyptica, die finnische Band. Das sind diese Cellisten, glaube ich, gell? Die damals auch Stücke von Metallica gemacht haben und so weiter. Und es ging um das Album Worlds Collide. Und da haben sie wohl sich verschiedene bekannte Musiker dazugenommen und haben mit denen zusammen Stücke eingespielt. Unter anderem Till Lindemann, den Sänger von Rammstein, der dann einen Titel gemeinsam mit Apokalyptica spielte. Jetzt aber Folgendes passiert. Die Plattenfirma hat diese Albumveröffentlichung beworben mit dem Zusatz Featuring Rammstein und hat Werbeanzeigen geschaltet. Citylight-Poster sind hier genannt, Aufkleber auf Tonträger. In Internetshops wurde das gesagt, immer Featuring Rammstein. Und es gab aber keine Einwilligung von Rammstein für diese Nennung des Namens. Es geht also tatsächlich nur um diese Namensnennung. Und da hat Licht der Rechtsanwälte für Rammstein gesagt, das könnt ihr so nicht machen ohne Einwilligung. Ihr verletzt Namens- und Lizenzrechte und werbt unerlaubt mit dem Namen Rammstein. Und das ist eine Markenrechtsverletzung. Und das dürft ihr nicht und deshalb wollen wir Schadensersatz von euch. Und man ist dann vors Gericht gezogen, weil man sich nicht einigen konnte. Und Rammstein wollte 50.000 Euro haben von der Plattenfirma. Und das Gericht hat dann im Rahmen dieses Prozesses gesagt, ja, das ist eine Verletzung von Namens- und Lizenzrechten ohne Einwilligung. Damit dürft ihr nicht werben, ihr Apokalyptica-Plattenfirma. Und deshalb müsst ihr was zahlen. Apokalypticas Plattenfirma hatte angeboten 5.000 Euro und das Gericht hat gesagt, nee, das ist viel zu wenig und hat vorgeschlagen, dass man sich auf 45.000 Euro einigt. Und im Rahmen eines Vergleichs wurde das dann auch entsprechend abgeschlossen. In der Praxis läuft das so, dass die Richter dann sehr klar sagen, das geht in die und die Richtung und dann anregen, dass man hier besser einen Vergleich schließt. Da spart man ein bisschen Gerichtskosten. Also macht das mal lieber und so ist das gelaufen. Also 45.000 Euro hat der Spaß gekostet für die Plattenfirma, für die Nennung des Namens. Also immer aufpassen, welche Namen man für solche Dinge benutzt. Das ist in der Regel rechtswidrig, da braucht es eine Erlaubnis, da braucht es eine Einwilligung. Gerade bei so einem erfolgreichen Label wie Rammstein das ist. Also mal was ganz anderes aus der Welt der Musik, aber trotzdem mit Bezug eben zur Band Rammstein, aber mal aus einer ganz anderen Geschichte. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns demnächst. Bis bald. Auf Wiedersehen.